Willkommen zurück, meine Freunde! Es geht endlich zum Boss bei The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Der Skelettwald wäre beendet, also zumindest bis zum Boss, und jetzt geht's ab. Wer ist denn bitte der Boss? Und ich hab's mir fast gedacht, dass es eine Hand sein muss oder soll, weil wir schon ständig belästigt worden sind von einer Hand. Die ganze Zeit wurden wir belästigt und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, was wir hier überhaupt zu tun haben. Oh mein Gott, als ob! Als ob, ich glaube, da kann ich mich weder schützen... Moment. Ha, du Loser, als ob, cool. Okay, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es natürlich gleich so gemacht. Anstatt mich hier treffen zu lassen von dem guten Kameraden. So, Moment, bam. Und zack, perfekt. Und natürlich gibt's eins voll auf die Mütze. Sehr schön, aber ich glaube, jetzt kommt die zweite Phase vom Boss. Oh ja, oh ja, oh ja, er wird aggressiv, Leute. Er wird wirklich sehr, 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 sehr aggressiv. Und jetzt müssen wir aufpassen. Ja, okay, okay. Oh, cool. Und dann hat er mich auch noch in den Tod gestürzt. Als ob. Okay. Gute Wahl. Beziehungsweise keine gute Wahl. So, ich lasse ihn jetzt einfach mal hier ein bisschen machen. Weil irgendwann wird er sich schon auspowern, oder? Irgendwann wird er sich natürlich auspowern, aber vielleicht auch nicht. Oder muss er selber in den Tod stürzen? Ich weiß es natürlich nicht. Ach, jetzt. Okay, okay. Also er schlägt so oft zu... Und dann kommt er erst wieder raus. Als ob das möglich wäre. Der ist ja echt bescheuert. Der ist ja echt bescheuert, Leute. So, geh bitte in die Wand rein, Link. Damit uns auch hier ja nichts passieren kann. So, bam, bam, bam. Nochmal, perfekt. Nochmal kurz Batterie aufladen. Ja, wenn ich mich nicht immer treffen lassen würde, wäre das natürlich super. Aber er trifft mich permanent und die ganze Zeit. So, jetzt aber. Schlag zu, du ekelhafter Lump. Und bam! Nimm das und dies und jenes. Und nochmal eine Phase, als ob... Als ob der nochmal eine Phase hätte. Logisch, logisch. Ich habe auch wirklich hier gar keinen Platz, mich zu retten. Beziehungsweise nur kurz. Und dann muss ich auch schon wieder raus aus der Wand. Oh mein Gott. Boah, das war knapp. So, und... Gerade noch rechtzeitig gerettet. Sehr schön. Und ich denke, das war's, oder? Nein, das war's immer noch nicht. Ah, Sope. Wie oft wollt ihr das noch mit mir machen? So, jetzt aber. Schlag zu. Boah, ich muss mich hier echt irgendwie... Ich muss hier echt irgendwie schauen, dass ich hier ein bisschen klarkomme. Mit der ganzen Situation. Aber ich versuche mein Bestes, Leute. Ich versuche mein Bestes, mich natürlich jetzt nicht mehr treffen zu lassen. So, und jetzt raus. Und... Nein! Ach, komm schon. Ich war doch eigentlich in der Wand drinne. Was soll das? Ich habe schon alle Herzen eingesammelt, oder? Ja, ich habe alle Herzen schon eingesammelt. Das ist natürlich blöd. Das ist jetzt echt lame. Nochmal in die Wand rein. Und jetzt bitte so lange abwarten, bis er fertig ist. So, und... Bam! Jetzt aber. Jetzt aber! Und jetzt bist du tot! Nein, er lebt immer noch. Er lebt immer noch. Ich kann es nicht glauben, Leute. Ich kann es nicht glauben, dass er wirklich immer noch lebt. Oh Gott. Mir geht meine Energie aus. Ist dem das nicht klar? Oh, da wurde die Zeit aber wirklich sehr, sehr knapp bemessen. Sagen wir dazu nur. Da wurde sie echt knapp bemessen mit der Energie. Okay, und... Nein, als ob. Als ob, als ob, als ob. Komm schon. Komm schon, ich darf jetzt nicht sterben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich muss mich irgendwie versuchen, so zu retten, aber das geht nicht. Und das war's. Verdammt! Verdammt, ich sag mir bloß, ich muss den ganzen Dungeon wieder von vorne machen. Ja, komm, sammel dein Zeug ein und verschwinde. Als ob. Wieso bin ich denn jetzt gestorben? Was, Verlies? Oder start dein Haus? Ich will ins Verlies. Oh Mann. Ist es lame. Ist es lame. Auf jeden Fall brauche ich jetzt erstmal ein paar Herzen. Das ist auf jeden Fall klar. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Energie auffüllen soll. Es wird irgendeiner auf die Idee kommen, sich beim Haus porten zu lassen. Es wird da irgendeiner auf die Idee kommen. Ich meine, wer macht wirklich hier alles und geht dann zurück zu seinem Haus? Was soll denn der Blödsinn? Aber ich weiß auch nicht, warum ich jetzt keine Herzen bekomme. Ich brauche Herzen, Kinder. Ich brauche Herzen. Wieso kommt da nichts? Oh Gott, ich will mich jetzt doch hier nicht rausporten, nur dass ich Herzen bekomme. Das wäre jetzt echt lame. Also so ein Trank würde mir jetzt eigentlich gut tun. Wieso habe ich mir eigentlich keinen geholt? Das ist nämlich die gute Frage immer, was ich habe.
Wieso hole ich mir eigentlich nie irgendwas im Voraus? Nein, ich muss natürlich sterben während des Bosskampfes. Ist natürlich auch ultra, ultra lame. Aber gut, sei es wie es sei. Und ich hoffe, die Hand kommt jetzt nicht nochmal, aber ich denke, die wird wiederkommen. Oder kommt die wieder? Ich weiß es nicht. So, bam. Ja, klar kommt die wieder. Na klar kommt die wieder. Was denn sonst? So, hoffentlich gibt die mir ein Herz. Gib mir ein Herz, gib mir ein Herz. Ja, gut. Das kannst du behalten. Das ist mir eigentlich relativ egal. Und dann geht's wieder zum Boss. Zwar nur mit 4 Herzen, aber ich hoffe, diesmal werden wir es besser machen. Als eben. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du wirst natürlich gerne immer zuschlagen, aber das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Niemals. Niemals. So, jetzt aber. Komm schon, komm schon. Bam. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da am schnellsten retten kann. Das ist eben immer die Frage. Ich weiß nicht, wie ich mich da am schnellsten retten kann bei der zweiten Phase, dass ich nicht sterbe. Das ist ein bisschen seltsam. Ein bisschen seltsam ist das Ganze hier aufgebaut. Weil er halt eben übelst lange mich plattwalzen will. Das will er halt übelst lang machen. Und da geht die zweite Phase auf jeden Fall echt schnell los. Das muss man ihm lassen. Das muss man ihm wirklich lassen. So, ich versuche jetzt mal, dass er so wenig zerstört wie möglich. Dass ich mich danach immer noch irgendwie retten kann. So, bam. So, raus. Und am besten hier hin. Und dann nochmal warten. Komm schon. Und raus. Und in die Wand rein. Perfekt. Super. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Aber hier gibt es natürlich jetzt keine Herzen mehr. Ist natürlich blöd. Das ist jetzt Kacke. Ich dachte eigentlich, hier gibt es wenigstens Herzen. Noch. Aber gibt es nicht. So, bam. Bam. Und bam. Einmal schlägt er 4-mal, einmal schlägt er 5-mal. Was? Der hat mich verletzt? Wie hat er denn das jetzt geschafft? Wie hat er denn das jetzt geschafft? Was? Schon wieder? Als ob. Er verletzt mich nur, dass er mich berührt? So, und jetzt ist er rot. Jetzt wird er sauer. Jetzt wird er sauer. Ich habe jetzt nur noch 2 Herzen. Nicht viel. Aber immerhin. Komm schon. Okay. Und rein. Bam. Bam. Und bam. Und. Ja klar. Oh oh. Ja, sowieso. Was soll denn das bitte? Ja, gut. Kann ich gleich vergessen. Also ohne komplette Herzen kann ich das sowieso vollkommen knicken, Leute. Hier irgendwas zu reißen. Nein, wir starten natürlich in der Villa. Und ich glaube, ich gehe jetzt nochmal kurz raus. Und versuche mir irgendwie hier Herzen zu spawnen. Weil, was soll das bitte? Wieso gibt es hier keine Herzen? Hier gibt es so viele Schädel, aber keine Herzen. Ist auch ein bisschen lame, oder? Also ich find's extrem lame. Okay, man ist hier in Lorule. Das heißt, hier gibt es nicht so viele Herzen zur Auswahl. Beziehungsweise man kriegt nicht so viele Herzen. Und wenn er mir jetzt ein Herz gespawnt hat und ich das nicht bekommen habe, dann ist es natürlich ein bisschen kacke. Dann finde ich das echt schade. Aber ansonsten kann ich nichts anderes machen. Ich meine, ich könnte zwar kurz mal abspeichern, das kann ich tun, aber wird mir im Endeffekt wenig bringen. Wird mir echt wenig bringen mit so wenig Herzen. Verdammt nochmal! So, komm, gib mir ein Herz. Nee, auch nicht. Auch nicht. Hier gibt mir niemand ein Herz, Leute. Die sind alle so grausam zu mir. Die sind alle echt grausam. Ja, super. Und jetzt bin ich auch noch hier gelandet. Jetzt bin ich auch noch hier gelandet. So, bam. Ja, ich hab nicht mal einen Bogen oder so. Ich habe ja gar nichts mehr. Ja, klar. Und jetzt verletzt der mich noch so, dass ich sterbe. Mhm. Logisch. Logisch. Kann man mal machen. Ich bin verzweifelt. Ich bin verzweifelt. Was will ich denn mit 2 Herzen? Das schaffe ich doch never. Das nervt mich jetzt. Ich will doch nicht den kompletten Dungeon nochmal machen, nur weil mir jetzt die Herzen ausgehen. Ist ja auch lächerlich, oder? Ich meine, hier gibt es so viele Totenschädel. Aber keine von denen gibt mir ein Herz. Warum nicht? Warum seid ihr so gemein, ihr dummen Entwickler? Warum seid ihr so gemein? Ach, komm schon. Das Ganze. So, der gibt mir auch kein Herz. Dann gibst du mir wahrscheinlich auch kein Herz, oder? Doch. Wenigstens einer. Wenigstens einer, der mir ein Herz gibt. Wenigstens etwas. Ja, gut. Auf den Rubin können wir eigentlich gerne gut verzichten. So, stirb. Vielleicht gibt ja mir die Mumie noch ein Herz. Das wäre natürlich perfekt. Nee, auch nicht. Ach, komm schon. Wieso ist das nur so schlimm? Wieso ist das so schlimm? Da hinten gibt es noch eine Truhe. Aber ich weiß nicht, ob die mir was bringt. Da müsste ich ja wieder von oben runterkommen. Ja, okay, das bringt mir nichts.
bringt mir, glaube ich, eher weniger. So ein Herzteil wäre jetzt natürlich cool. Wieso gibt's hier eigentlich kein Herzteil? Gibt's eigentlich in jedem Dungeon ein Herzteil? Ich hoffe, ja. Nee, also ich glaube, hier werde ich nicht glücklich. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist echt lame. Ich weiß auch nicht, ob ich den Bosskampf nochmal so versuchen soll oder ob ich mich erst heilen soll. Ist jetzt natürlich hier die Frage aller Fragen. Aber Leute, ich glaube, ich würde mich sogar am liebsten lieber heilen und dann erst wieder zurückkehren. Also mit vollem Leben und natürlich hoffentlich einem Trank. Weil ansonsten, ja, sieht es ein bisschen schwierig für uns aus. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir beenden diese Folge an der Stelle und wir sehen uns natürlich dann gleich wieder im nächsten Part. Bis dahin natürlich alles Gute, Freunde, und tschüss!